Bild-Zeitung, 23.11.2021. Köln. Er will ein Mann Gottes sein, doch es sind furchtbare Vorwürfe, die nun dazu geführt haben, dass der Priester Hans U. vor dem Kölner Landgericht erscheinen musste. Die Anklage wirft dem 70-jährigen Seelsorger vor, mehrere Kinder zigmal sexuell missbraucht zu haben. Sollte der Kirchenmann verurteilt werden, drohen ihm bis zu 15 Jahre Haft. Oft ist in den letzten Jahren die Rede vom Missbrauch in der Kirche. Gutachten sollen Licht ins Dunkel bringen, Kommissionen werden gebildet, um systematische Verbrechen zu erfassen. Aber hinter diesen großen Meldungen stehen einzelne Schicksale. Wir beleuchten heute so einen Fall. Tatort Deutschland. Die Crime-Doku von Bild. Und damit herzlich willkommen zu einem weiteren Fall hier bei Tatort Deutschland. Ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir werden heute tatkräftig unterstützt von Bild-Polizeireporter Dimitri Säubel. Ihr werdet außerdem Eindrücke der Anwältin Panthea Farazadi hören, die den Angeklagten verteidigt hat. Bildjournalist Säubel hat im November 2021 zum ersten Mal mit Priester Hans U. zu tun. Als ich ihn zum ersten Mal im Gerichtssaal sah, das war vor 3 Jahren, da kam er noch als freier Mann in die Verhandlung, also er war frei. Mir kam ein Mann entgegen, das war er wirkte wie ein netter Herr, ein älterer Herr. Er war etwas pummelig, also schon übergewichtig. Er hatte eine rote Regenjacke an, die zu groß war für ihn, eine Glatze. Alles an ihm wirkte harmlos, er wirkte völlig normal. Und ich glaube, das ist auch die Erklärung, nachdem wir später dann im Laufe des Prozesses alle gesucht haben. Wieso haben die Menschen ihm ihre eigenen Kinder anvertraut? Kurz vor Prozessbeginn schleicht dieser alte Mann in diesem November 2021 in den Verhandlungssaal und nimmt mit gesenktem Kopf auf der Anklagebank Platz. Neben ihm seine Anwälte. Und eine von ihnen ist Panthea Farazadi. Das Verfahren begann zunächst damit, dass meinem Mandanten vorgeworfen wurde, seine Nichten sexuell missbraucht zu haben in den Jahren 1993 bis 1999. Damit hat das Verfahren erstmal begonnen. Die Nichten waren mittlerweile Mitte 30 und hatten, nachdem die bereits 1 bis 2 Mal Strafanzeige erhoben und wieder zurückgenommen hatten, jetzt zum dritten Mal eine Aussage bei der Polizei gemacht und das war dann Ursache der erhobenen Anklageschrift. Seine Nichten hatten ihn bereits 2010 wegen Missbrauchs angezeigt. Und das hätte viel weiteres Leid ersparen können. Dimitri Säubel. Er wurde angezeigt. Und zwar, es waren ja seine Nichten, um die es zunächst ging. Sie haben 2010 eine Anzeige gegen ihn erstattet und haben dann diese Anzeige dann tatsächlich zurückgezogen. Also wir reden jetzt hier von 3 Nichten, die diesen Fall ins Rollen brachten. Es gab wohl einen innerfamiliären Druck auf diese Nichten und deswegen zogen sie die Anzeige zurück. Und nicht nur die eigene Familie macht sich hier gewissermaßen mitschuldig an der Verdrängung. Das Erzbistum Köln unter dem damaligen Personalchef und jetzigen Hamburger Erzbischof Stefan Heese lässt Hans U. seinerzeit weiterarbeiten. Unter anderem als Krankenhausseelsorger in Wuppertal. Bei einem Gespräch zwischen dem Priester und Heese soll laut Bildrecherchen bewusst kein Protokoll angefertigt worden sein, weil befürchtet wurde, dass dies dann beschlagnahmefähig wäre. Deswegen wurde von der Unterhaltung nur eine handschriftliche Notiz angefertigt, die notfalls hätte vernichtet werden können. Als es fast 3 Jahrzehnte nach diesen Missbrauchsfällen endlich zum Prozess kommt, streitet Hans U. erstens alles ab und zweitens schweigt er in dem Verfahren. Damit, also mit dieser Strategie, macht er sich auf ziemlich üble Weise zum zweiten Mal schuldig. Das erklärt uns Anwältin Farazadi. Also das muss man etwas differenzieren. Es gibt die Fälle, wo die Mandanten direkt sagen, ich möchte die Tat einräumen, das, was mir vorgeworfen wird, ist so richtig. Dann hat man eine andere Strategie. Also dann bespricht man mit dem Mandanten das so, dass man den Opfern jetzt nicht weiteres Leid irgendwie zufügen möchte durch eine harte Befragung, sondern man kommuniziert direkt, er möchte geständig alles einräumen, die Opfer brauchen vielleicht gar nicht erst kommen, vielleicht möchte er eine Schadenswiedergutmachung leisten und, und. Hier in unserem Fall war das anders, weil er hat die Taten abgestritten.
Ich habe den Fall mit einem sehr renommierten Strafverteidiger gemacht, der im Sexualstrafrecht wirklich eine Koryphäe ist. Und wir haben die Mandantengespräche zusammengeführt. Und es war durchgehend so, dass der Mandant die Taten im Hinblick auf die Nichten, um die es zunächst ging, durchweg abgestritten hat. Dementsprechend war auch die Taktik anders, als wenn wir von ihm von Anfang an gewusst hätten, dass die Taten so stattgefunden haben. Er hat sich zunächst sehr lange schweigend verteidigt. Dementsprechend mussten die Zeuginnen auch sehr ausführlich darüber berichten, über die Taten. Und erst nachdem ganz viele weitere Opfer hinzutraten, die auch ebenfalls gleichgelagerte Fälle schilderten, hat er sich dann entschieden, doch auszusagen. Und dann kann man natürlich mit ihm vorbereiten, die Einlassung derart, dass man den Opfern zumindest in irgendeiner Form, soll ich sagen, behilflich ist, indem er die Taten einräumt und nicht sagt, die haben gelogen. Zum Glück entwickeln der Prozess und die Berichte darüber eine ganz eigene Dynamik. Es melden sich nämlich immer weitere Opfer. Und so kommt es wenige Wochen nach Beginn des Verfahrens zu einer Szene, die in deutschen Gerichtssälen eher selten zu sehen ist. Der Priester wird verhaftet. Vollzugsbeamte legen ihm Handschellen an. Das war insgesamt ein sehr außergewöhnlicher Fall, weil wir, wie beschrieben, zunächst nur eine Anklageschrift hatten, betreffend dieser zwei jungen Frauen, die Opfer waren. Aber während des Prozesses hat der Richter, der Vorsitzende Richter, immer weiter ermittelt. Was eigentlich theoretisch die Aufgabe der Staatsanwaltschaft gewesen wäre, hat er, so kann man sagen, an sich gerissen und hat dann an den Wohnorten meines Mandanten noch weitere Ermittlungsmaßnahmen durchgeführt und immer weitere Opfer ausfindig gemacht, die dann auch in den Prozess geladen worden sind als Zeugen. Die haben wiederum eigene sehr schwerwiegende Missbrauchstaten geschildert, die auch ebenfalls 20 oder 30 Jahre zurücklagen. Und irgendwann war, so kann man sagen, das Fass so voll, dass der Richter gesagt hat, aus Wiederholungsgefahr, aus diesen Gründen und auch aufgrund der Schwere der Strafe ist nun ein Haftgrund gegeben. Kurz darauf gibt es eine Zwangspause. Der Angeklagte hat sich mit Corona angesteckt. Aber die Wahrheit pausiert nur kurz. Das Verfahren zeigt Stück für Stück, wie monströs die Taten des angeblichen Gottesmannes waren. Hans U. war brillant darin, die Abhängigkeit anderer völlig schamlos auszunutzen. Er missbrauchte, den Zeugenaussagen zufolge, zum Beispiel ein Mädchen, das in einer Ferienfreizeit Heimweh hatte. In einem anderen Fall erweckte er den Eindruck, sich um die Tochter einer alkoholkranken Mutter zu kümmern. Als Krankenhausseelsorger wiederum baute er zu einer ganzen Familie ein besonderes, ja irgendwie väterliches Vertrauensverhältnis auf. Und in einem Fall schloss der Geistliche mit Eltern eine Therapievereinbarung für ihre angeblich jähzornige Tochter ab. Und stets habe er dies dann dafür ausgenutzt, die Mädchen sexuell zu missbrauchen, so die Anklage. Schwere Tage sind das für U's Anwälte. Dein Hobby ist es, deine Freunde und Familie so richtig zuzutexten? Dann hat Simon Mobile, der Mobilfunkanbieter von Waschbär Simon, den perfekten Mobilfunkvertrag für dich. Denn Simon Mobile bietet satte 12 GB schon ab 8,99 € im Monat. Und wenn es ein bisschen mehr sein darf, entscheide dich doch einfach für 17 oder 27 GB im Monat. Egal was du wählst, du kannst dich jeden Monat flexibel neu entscheiden und bekommst zum Start nur für kurze Zeit nochmal ein 100 GB Geschenk obendrauf. Kündigen oder einfach mal eine Pause einlegen geht bei Simon Mobile ebenfalls monatlich ganz flexibel. Und das ist noch nicht alles, gibst du auf simonmobile.de oder in der App den Code PODCAST2 beim Vertragsabschluss ein, gibt es nochmal jeden Monat 2 GB zusätzlich on top. Nochmal der Code PODCAST2, die 2 als Zahl geschrieben. Das Angebot ist nur bis zum 13. Mai 2024 gültig, also worauf wartest du? Alle weiteren Infos gibt's auf simon.link/podcast. Es waren sehr, sehr schwerwiegende Missbrauchstaten, also auch deutlich schwerwiegender als gegenüber den Nichten, die auch über Jahre andauerten. Bei einem der Opfer handelte es sich um sein Pflegekind, also ein Pflegekind, was er damals quasi in Obhut genommen hatte, als erster Priester quasi aller Zeiten, der ein Mädchen in Obhut nehmen durfte. Und diesem Mädchen waren natürlich sehr, sehr, sehr grausame Taten widerfahren. Hans U. wollte einfach selbst nicht wahrhaben, was für widerliche Taten er über die Jahre begangen hatte. Das ist natürlich für jeden Verteidiger oder jede Verteidigerin ein Schlag,
den man auch jetzt nicht so oft erlebt, tatsächlich. Das ist wirklich ein Ausnahmefall gewesen, was aber vielleicht auch darin begründet liegt, dass er aus psychischer Sicht große Probleme hatte. Er hatte viele Verdrängungsmechanismen und der Sachverständige, der dann im Prozess auch mit ihm versucht hatte zu sprechen, hat Ähnliches geschildert, dass es auch bei den Gesprächen mit ihm viele Unwahrheiten gab und er vieles auch auf Verdrängung schiebt. Am 1. März 2022 bringt die Bild-Zeitung schließlich einen ausführlichen Artikel zum Urteil in dem Verfahren. Hans U. 70 verging sich an Kindern. Missbrauchspriester wandert lange in den Knast. Köln. Diese Sünden schmälert auch keine Beichte. Der katholische Priester Hans U. 70 muss wegen mehrfachen Kindesmissbrauchs in Haft. Jetzt verurteilte ihn das Landgericht Köln zu 12 Jahren Gefängnis. Außerdem muss er 3 Nebenklägerinnen Schmerzensgeld in Höhe von 5, 10 und 35.000 Euro zahlen. Die Staatsanwaltschaft hatte 13 Jahre Haft gegen ihn gefordert, die Verteidigung maximal 8 Jahre. U. wurden im Prozess 118 Tatvorwürfe zur Last gelegt. Demnach missbrauchte er über viele Jahre hinweg Kinder und Jugendliche, auch seine Nichten. Das jüngste Opfer war ein 9 Jahre altes Mädchen. Der Priester zwang Kinder zum Geschlechtsverkehr, zu Oralsex und zu vielen anderen sexuellen Handlungen. Außergewöhnlich an diesem Fall sind sicherlich die Vielzahl der Taten und ihre Widerlichkeit in sich. Die Verlogenheit des Täters und die Dickfälligkeit seiner Arbeitgeber. Aber außergewöhnlich sind auch die Entschlossenheit und der Mut, mit der die Nichten sich nach dem Prozess an die Öffentlichkeit wenden. Wir haben ihre Stellungnahmen nachsprechen lassen. Hier zu stehen hat in vielerlei Hinsicht etwas Bedeutendes. Zum einen bekommt eine der Aktennummern des Gutachtens zur Aufklärung des sexuellen Missbrauchs der katholischen Kirche des Erzbistums Köln einen Namen und ein Gesicht. Mein Gesicht. Zum anderen darf und möchte ich hier heute mit einer Stimme, mit meiner Stimme stehen, einer Stimme, die sich endlich gehört fühlt und wahrgenommen wurde. Ich bin durch den Prozess auf emotionaler und auf persönlicher Ebene so enorm gewachsen. Wenn ich eins aus der ganzen Sache gelernt habe, dann ist es, dass Reden darüber hilft. Denn kein Täter darf ungestraft davonkommen. Ich möchte jedem Opfer mitteilen, dass eine Anzeige schwer, aber machbar ist. Es bedeutet langfristig Heilung für die Seele. Das Gericht sucht nicht nach den Fehlern in ihrer Aussage, es sucht die Wahrheit. Sie finden in dem Gericht ein objektiv offenes Ohr. Der Täter ist dabei nicht mehr in der Machtposition. Ich bin dem Gericht sehr dankbar dafür. Ich bin extrem froh, dass der Prozess vorbei ist und bin allen Menschen, die sich hier für die Wahrheitsfindung eingesetzt haben, wirklich unendlich dankbar. Das Strafmaß ist für mich erstmal zweitrangig, denn von viel größerer Bedeutung ist für mich die Tatsache, dass ich als Opfer gesehen wurde und mir vermittelt wird, dass ich keine Schuld hatte und ich nicht Nein hätte sagen können. Gegen einen Menschen, gegen einen Priester, gegen meinen eigenen Onkel, der das Vertrauen so vieler zerstört hat. Der Täter ist für seine Taten verantwortlich, nicht das Opfer. Ein Opfer sollte sich in unserer Gesellschaft nicht mehr dafür schämen müssen, ein Opfer zu sein. Je länger man sich mit den Taten von Hans U. auseinandersetzt, desto entschiedener wünscht man sich harte Konsequenzen. Und tatsächlich bleibt es für den greisen Widerling nicht bei der langen Haftstrafe. Im Sommer 2023 schmeißt ihn die katholische Kirche raus. Damit haben die Verbrechen des Mannes endlich auch arbeitsrechtliche Konsequenzen, auch wenn das alles wahrscheinlich nur noch theoretische Auswirkungen haben mag. Und im gleichen Sommer macht der Fall nochmal Schlagzeilen, weil eines der Opfer zivilrechtlich Schmerzensgeld fordert. Eines seiner Opfer, Melanie F., verklagt das Erzbistum Köln auf 850.000 Euro. Der Grund? Sie sei als Pflegekind in ihrer Jugend von Pfarrer Hans U. missbraucht worden. Der habe sie geschwängert und später zu einer Abtreibung gezwungen. Den Priester selbst kann das Opfer wegen Verjährung nicht mehr verklagen. Laut ihrem Anwalt Eberhard Lüttjohann billigte aber der damals amtierende Kardinal Josef Höffner, dass Hans U. das Mädchen als Pflegekind aufnahm. Deshalb verklagt sie die Kirche insgesamt. Das Verfahren läuft noch. Wünschen wir Melanie F. alles Gute für den Fortgang des Prozesses.
wünschen wir den Nichten und ihrer Freundin, dass sie weiter so mutig und stark mit ihrer leidvollen Geschichte umgehen. Denn dieser Fall zeigt, ein strafrechtliches Urteil macht nichts wieder gut oder gar ungeschehen, aber die Aufarbeitung ist für die Opfer überlebenswichtig. Und damit sind wir am Ende unseres heutigen Falls angekommen. Wir danken Dimitri Säubel und Panthea Farazadi für ihre Mitarbeit. Aufnahme und Schnitt dieser Ausgabe Stefan Netzeband. Postproduktion Schwarz Audio Berlin. Und bitte denkt daran, ihr hört diese Podcast-Reihe weiterhin ohne irgendwelche Kosten. Umso mehr freuen wir uns, wenn ihr uns abonniert und da, wo ihr zuhört, eine Bewertung hinterlasst. Schreibt uns auch gern unter podcast@bild.de oder via WhatsApp unter 01511 685 1138. All das findet ihr auch nochmal in den Shownotes. Wir freuen uns, von euch zu hören. Bis zum nächsten Mal. Euer Mirko und euer Stefan. Dir hat diese Folge von Tatort Deutschland gefallen? Du bekommst von True Crime einfach nicht genug? Dann hör jetzt in unsere weiteren Folgen rein. Hier warten mehr als 200 spannende Fälle auf dich, wie das Verschwinden von Rebecca Reusch, der Prozess gegen O.J. Simpson oder die Entführung von Ursula Herrmann. Wir hören uns bei Tatort Deutschland.